Mit diesem Symptom sollten Sie bitte sofort zum Arzt. Und das ist mein Lieblings-SOS-Tipp zum Fiebersenken. Bei diesen Krankheiten kann Fieber sogar helfen. Über 2/3 von uns Deutschen sind schon einmal mit Fieber auf die Arbeit gegangen und dabei kann das gefährlich werden. Sollten Sie nicht machen. Lassen Sie sich dafür krank schreiben, wenn Sie Fieber haben. Das ist wichtig. Warum sage ich jetzt auch im Video einmal? Haben Sie jetzt Fieber und möchten Sie Ihr Fieber jetzt schnell behandeln und wieder fit werden, dann bleiben Sie jetzt einmal dran. Ich sage Ihnen jetzt, wann Sie Ihr Fieber im Bett ausschwitzen und wann Sie es mit meinen SOS-Tipps schnell senken können. Haben Sie Kinder zu Hause oder pflegen Sie bereits einen Elternteil, dann sollten Sie erst recht jetzt einmal zuschauen und deren Fieber auch ernst nehmen. Warum? Das erzähle ich Ihnen später. Ganz wichtig. Fieber ist keine eigene Krankheit, sondern ein Symptom. Das zu verstehen ist auch schon mal wichtig, denn das heißt, es ist ein Symptom, das heißt, eine andere Krankheit steckt dahinter und darauf gehen wir jetzt ein. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung und was wir selber dagegen tun können. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, in unseren Körper, in Ihren Körper, dann wird Ihr Immunsystem aktiv. Und dabei setzt Ihr Immunsystem Botenstoffe frei, die ins Gehirn gelangen, genauer gesagt in den Hypothalamus. Und das ist ein Teil des Gehirns, der unter anderem die Körpertemperatur steuert. Über die Botenstoffe des Immunsystems bekommt der Hypothalamus, also diese Struktur im Gehirn, das Signal, die Körpertemperatur zu erhöhen. Und dies geschieht auf verschiedene Arten. Da haben wir verschiedene Mechanismen, etwa durch Ankurbeln des Stoffwechsels. Die Muskeln, die werden stärker aktiviert, damit sie mehr Wärme produzieren. Das kann zum Beispiel zu dem Muskelzittern führen. Außerdem wird die Wärmeabgabe über die Haut gedrosselt, deshalb sind die Hände nämlich oder die Füße oft kalt, die Wangen blass und man friert bis hin zu Schüttelfrost. Trockene Haut, ein schneller Puls, eine beschleunigte Atmung, also schnelles Atmen, das sind weitere mögliche Folgen des Fiebers, also auch schon mal wichtig zu wissen. Ab wann ist Fieber nun gefährlich? Dazu gleich mehr und das sollten Sie nämlich wissen, aber zuerst einmal sollte das Fieber überhaupt richtig natürlich gemessen werden, denn unter der Achsel gemessen ist anders als rektal, also im Popo. Fieber oder erhöhte Temperatur. Ist Ihre Kernkörpertemperatur höher als 37 Grad, kann Ihre Temperatur bereits erhöht sein. Wieso kann? Die normale bzw. gesunde Temperatur kann bei jedem Menschen leicht variieren und sie liegt ca. zwischen 36 und 37 Grad. Daher gilt alles darüber durchschnittlich als erhöht. Liegt das Ergebnis über 38 Grad, wichtige Zahl, dann reden wir in der Medizin bereits von Fieber. Sollte Ihre Temperatur sogar über 42 Grad liegen, dann kann das sogar lebensbedrohlich werden. Und was können und sollten Sie da jetzt tun? Das erkläre ich jetzt. Zunächst aber ganz wichtig, einmal über das richtige Fiebermessen sollten wir jetzt reden, denn hier gibt es wirklich einige Fehlerquellen, die gefährlich werden könnten. Richtig Fieber messen. Bei Fieber spielt die Kerntemperatur eine wichtige Rolle, nämlich um diese möglichst genau zu ermitteln, gibt es verschiedene Optionen, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Die Achselhöhle, das Ohr. Ohr machen wir ganz typischerweise im Rettungsdienst zum Beispiel. Doch wie genau sind sie diese Werte? Meine Empfehlung wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, ist aber einfach zu erklären. Nehmen wir an, Ihre Kerntemperatur liegt bei 37 Grad. Das ist sozusagen Ihre normale Körpertemperatur. Dann variiert das Ergebnis abhängig davon, wo Sie messen. Möglichst nah dran liegen Sie mit der Messung unter der Zunge. Haben Sie jedoch Schnupfen oder Husten, was ja oft dann so mit verbunden ist, dann scheidet diese Möglichkeit aus, da Sie nicht lange genug den Mund geschlossen halten können. Ganz wichtig. Auch wenn Fieberthermometer für das Ohr relativ genau sein können, kann es fehleranfällig sein. Ist der Winkel zum Beispiel nicht korrekt oder viel Ohrenschmalz im Gehörgang, kann das die Messung beeinträchtigen. Und außerdem können sich tatsächlich auch rechtes und linkes Ohr unterscheiden, daher beide Seiten immer prüfen. Haben Sie Ohrenschmerzen vielleicht sogar, dann ist es ebenfalls nicht geeignet. Logisch, dann tut das hier auch noch weh. Deswegen Ohr macht man eher selten. Im Rettungsdienst, wie gesagt, macht man das immer. Zu Hause eher vielleicht selten. Was bleibt übrig? Die rektale Messung, also im Hintern. Und dabei kann Ihre Körpertemperatur auch im Laufe des Tages leicht schwanken und etwa abends etwas höher sein, haben Sie vielleicht selber auch schon mal gemerkt. Also, Fiebermessen im Po liefert das genaueste Ergebnis. Danach folgen absteigend in der Genauigkeit die Messung unter der Zunge, im Ohr
und in der Achselhöhle. Also Achselhöhle ist quasi am ungenauesten. Wenn Sie in der Achselhöhle messen, sollten Sie etwa 0,5 Grad Celsius hinzurechnen. Das heißt, hier ist es sozusagen einen halben Grad oftmals zu wenig. Was macht Fieber mit mir? Haben Sie Fieber, ist das, und das hatte ich gerade ganz zu Beginn gesagt, ein Symptom einer Krankheit. Unser Körper will uns mit der Reaktion sogar helfen, was Gutes tun. Sollten wir dann Fieber überhaupt senken? Dazu komme ich gleich. Sind wir gesund? Ist unsere Körpertemperatur im normalen Bereich? Und so kann unser Körper gut arbeiten, zwischen den 36 und 37 Grad. Doch dasselbe gilt häufig auch für Bakterien und Viren. Die fühlen sich da auch wohl. Wird es wärmer, fühlen sich manche von ihnen unwohl von diesen Bakterien, Viren. Und das ist ein erster Schutzmechanismus. Doch Fieber bewirkt noch mehr. Es sorgt dafür, dass unser Immunsystem in Schwung kommt. Die Lymphozyten gehören zu den weißen Blutkörperchen, ja, und sie sind für die Abwehr von Erregern ja verantwortlich. Und diese Abwehrzellen können schneller arbeiten, wenn unsere Körpertemperatur erhöht ist. Die anderen Funktionen unseres Körpers werden gleichzeitig auch heruntergefahren. Aus diesem Grund tut es Ihrem Körper gut, wenn Sie sich bei Fieber ausruhen und eben nicht zur Arbeit gehen, sondern sich ausruhen. Fieber an sich ist also gut und wichtig. Und so wie Fieber wichtig für Ihre Gesundheit ist, ist natürlich ganz elementar, auch dann, wenn Sie Fieber haben, Ihre Ernährung. Sie sollten gerade dann, wenn es auch schwer fällt, sich natürlich weiterhin gut ernähren. Das bedeutet viel Flüssigkeit und viele Mikro- und Makronährstoffe. Deswegen empfiehlt man ja zum Beispiel immer eine Suppe mit viel Gemüse. Was das genau ist, das erkläre ich in meinen Ratgebern, wie zum Beispiel auch in diesem hier, die besten Lebensmittel. Wann sollte ich das Fieber senken? So, und das ist die entscheidende Frage, auf die vielleicht viele gewartet haben. Sollten Sie Ihr Fieber dann senken, wenn es Ihrem Körper hilft, gegen die Krankheit anzukämpfen? Ich hatte ja gerade Vorteile genannt. Erhöhte Temperatur, dann sterben Bakterien, Viren ab, das Immunsystem arbeitet besser. Es gibt also keine pauschale Beantwortung, denn es kann hier einige Unterschiede geben. Grundsätzlich geht man davon aus, dass Temperaturen unter 40 Grad für uns Menschen, die normalerweise gesund sind, in Ordnung sind. Für die Bakterien, Viren ist es schlecht, für uns ist es noch in Ordnung. Hier kann es helfen, wenn Sie nichts gegen Ihr Fieber tun, außer im Bett zu bleiben und sich auszuruhen und viel Flüssigkeit trinken. Doch das kann man nicht verallgemeinern. Haben Sie zum Beispiel Vorerkrankungen oder sind Sie schwanger, dann kann es schon vor der 34, vor der 39,5 Grad Marke sinnvoll sein, das Fieber gezielt zu senken. Leiden Sie an Fieber, verlieren Sie viel Flüssigkeit. Ganz wichtiger Punkt, und das kann Ihnen dann gegebenenfalls besonders schaden, Stichwort Exsikkose, dass man so austrocknet. Dasselbe gilt, wenn Sie über 75 sind oder es sich um Kinder handelt. Da sollte man halt eher ab 39 Grad wirklich was gegen das Fieber immer tun. Wann sollte ich zum Arzt? Bleiben Sie für die Tipps zum Fiebersenken dran, die ich Ihnen noch mitgebe. Vorher sollten Sie unbedingt einmal erfahren, wann ein Arztbesuch wirklich sinnvoll sein kann. Haben Sie Fieber, zeigt Ihnen Ihr Körper damit, dass er krank ist. Und nochmal, Fieber ist wichtig, ist ein Symptom, ist eigentlich was Gutes. Am häufigsten handelt es sich dabei um eine Infektion, wie jetzt eine Erkältung, vielleicht sogar eine Influenza, eine Grippe. Doch kann es auch ein Anzeichen für weitere Erkrankungen sein? Ja, und dazu zählt etwa eine Mandelentzündung, auch eine Blinddarmentzündung. Haben Sie als Erwachsene einige Tage lang über 38 Grad Fieber, kann ein Arztbesuch hilfreich sein. Denn dann kann es ein Zeichen dafür sein, dass es sich nicht um eine Erkältung, sondern um eine andere Krankheit handelt. Dann, wenn Sie also mehrere Tage Fieber haben. Als Erwachsene hat man meist so 1, 2, maximal 3 Tage Fieber. Dasselbe gilt auch, wenn das Fieber plötzlich wieder steigt, obwohl es vorher abgeklungen ist, also so quasi wie so eine Achterbahn. Weitere Begleitsymptome weisen ebenfalls darauf hin, dass Sie Ihren Arzt aufsuchen könnten. Eine Ausnahme bilden Kinder. Ganz wichtig, hier ist ein Arztbesuch bereits bei folgenden Symptomen ratsam. Erstens, Ihr Baby ist unter 1 Jahr alt und hat Fieber über 38 Grad. Dann empfehle ich das. Zweitens, Ihr Kind ist unter 2 Jahre und hat länger als einen Tag Fieber, über 38 Grad. Weitere Punkte habe ich Ihnen einmal in dieser Tabelle aufgeführt. Und hier gilt, klar, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gerade bei den eigenen Kindern gehen Sie also zum Arzt, zum Kinderarzt, wenn Sie sich letztlich unsicher sind. SOS-Tipps zum Fiebersenken. Möchten Sie Ihr Fieber senken, dann gibt es zum Glück einige Möglichkeiten, auch Sachen, die man überall eigentlich machen kann. Und auch ich habe davon schon mal Gebrauch gemacht. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor einigen Jahren zusammen mit meinem Bruder damals in Kuba war.
und er auf einmal plötzlich richtig starkes Fieber entwickelt hat und dadurch irgendwie keine anderen Möglichkeiten, außer ihm den ganzen Tag wirklich feucht, kühle Wadenwickel zu machen. Und so haben wir letztlich sein Fieber auch wieder in den Griff bekommen und so zwei, drei Tage später war er auch wieder fit. Aber was können Sie tun? Also sowohl Tabletten als auch Hausmittel wie die Wadenwickel können Linderung bringen. Sie dürfen auch Ihr Fieber senken, wenn Sie sich einfach nur besser fühlen möchten, wobei mal Fieber haben, wenn es nicht zu hoch kommt, ist gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, dann tut Ihr Körper was. Ganz wichtiger Punkt, es gibt bei ansonsten gesunden Menschen keine Studien, die beweisen, dass fiebersenkende Mittel, also Medikamente etc., eine Grippe oder eine Erkältung verlängern würden. Sie dürfen Ihr Fieber also gerne senken, wenn Sie sich dabei sehr schlecht fühlen. Hat Ihr Fieber jedoch eine schwerwiegendere Ursache als nur eine Erkältung, dann sollten Sie auf jeden Fall der Therapie Ihres Arztes folgen. Das merken Sie eventuell dann, wenn meine Tipps nämlich nicht helfen sollten. Dann merken Sie, oh, hier gibt es vielleicht einen schwerwiegenderen Grund. Bei einer Erkältung oder ähnliches jedoch können Sie gerne meine SOS-Tipps anwenden. Und das sind Tipp Nummer 1, Ruhe. Ganz wichtig, elementar. Legen Sie sich hin, versuchen Sie zu schlafen, geben Sie Ihrem Körper damit die Kraft, die er braucht. Ihr Körper arbeitet, das Immunsystem arbeitet. Das braucht Energie dafür und deswegen sollten Sie sich nicht anstrengen. Belasten Sie Ihren Kreislauf nicht unnötig. Dazu zählt etwa auch eine leichte Kost. Lebensmittel wie Fast Food ist schwer verdaulich. Ihr Körper braucht länger und mehr Anstrengung, um solches Essen zu verdauen. Viel zu trinken ist ebenfalls wichtig. Deswegen mein Tipp, das mache ich immer, Suppe, Suppe, Suppe. Und zwar mit ganz viel Gemüse. Sie schwitzen eventuell stärker. Dadurch verlieren Sie auch mehr Flüssigkeit. Man geht davon aus, dass Sie pro Körpertemperatur zu viel, also wenn Sie normal 37 Kerntemperatur haben, jetzt zu 38 Grad, einen halben bis ganzen Liter mehr trinken sollten. Am besten eignet sich hier Wasser oder Tees. Und so sagt man, dass etwa Holundertee schweißtreibend sein kann oder dass Kamillentee eine fiebersenkende Wirkung hätte. Wie sehr das belegt ist, wie sicher das ist, kann ich nicht sagen. Wichtig ist aber, Flüssigkeit zu trinken. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol können ebenfalls bei Fieber helfen. Ich würde immer empfehlen, so ab 39 Grad die zu nehmen. Sie sind nicht nur Fieber senken, sondern helfen auch gegen Gliederschmerzen. Sie können Ihr Fieber auch ohne Arzneimittel senken. Logisch, eines der ältesten Hausmittel kann dabei tatsächlich helfen. Und das hatte ich gerade schon gesagt, Stichwort bei meinem Bruder, Wadenwickel. Mit diesem einfachen Tipp sorgen Sie für kurze Zeit für eine Abkühlung. Und wie macht man das? Dabei befeuchten Sie ein Tuch mit kühlem Wasser und wickeln diese um die Waden. Und gleichzeitig wärmen Sie den restlichen Körper und die Füße. Nach 5 Minuten entfernen Sie die Wickel wieder und können den Vorgang auch noch ein paar Mal wiederholen. Und ich weiß noch genau, wie ich das wirklich permanent bei meinem Bruder damals wiederholt hatte. Wenn Sie zum Beispiel eine Blasenentzündung haben, dann verwenden Sie lieber keine Wadenwickel für das Fiebersenken. Auch ein Bad kann Linderung bringen. Und dafür reicht es, wenn das Wasser lauwarm ist. Denn es soll den Körper abkühlen und ihn nicht zum Schwitzen bringen. Klar. Und das könnte sich ja sonst auch auf Ihren, darauf sollte man immer achten, auf Ihren Kreislauf auswirken. Also wenn Sie merken, dass Sie eine Erkältung haben, vielleicht so ein bisschen Fieber, plus kein heißes Bad nehmen. Denn der Kreislauf kann dann wirklich einsacken. Die äußerlichen Anwendungen wie Wadenwickel und auch ein Bad verschaffen jedoch nur eine Abkühlung. Das muss man wissen. Sie selbst können wohl nicht aktiv das Fieber senken. Also sozusagen den ursprünglichen Mechanismus, Stichwort Hypothalamus, was ich gerade erklärt habe. Aber klaro, Sie helfen Ihnen dabei, dass Sie sich besser fühlen. Und das gilt auch für leichte Kleidung und auch frische Luft. Fenster aufmachen, wobei man sich dabei auch gut zudecken sollte. Deshalb ist wichtig, dass Sie Ihr Zimmer regelmäßig natürlich lüften und so auch für frischen Sauerstoff sorgen. Hausmittelchen, die ebenfalls helfen sollen, sind zum Beispiel Ingwer oder Honig. Doch sind deren Wirkung, und das ist wichtig, nicht wissenschaftlich ausreichend klar bewiesen. Sie können aber ebenfalls für Linderung sorgen. Und nochmal, was würde ich empfehlen? Trinken Sie viel Tee, machen Sie von mir aus Honig da rein. Essen Sie Suppen, machen Sie von mir so Ingwer da mit rein. Leiden Sie gerade an Fieber? Wer jetzt gerade, wenn Sie das Video schauen, dann wünsche ich Ihnen natürlich gute Besserung, Gesundheit und tun Sie was für Ihren Körper, dass Sie sozusagen Ihr Fieber senken. Und die wichtigste Maßnahme oder die wichtigsten Maßnahmen sind Ruhe und viel Flüssigkeit. Gerne schreiben Sie jetzt einmal auf, was Ihre Tipps vielleicht sind, Ihre Erfahrungen, dass Sie uns darüber einmal diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.